Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Und heute dreht sich mal alles, wie es im Titel und im Thumbnail steht, um den Sneak Peek, den Erwin jetzt hier rausgehauen hat. Und zwar drehe ich das Video an dem Tag und fast die Minute genau, wo der rauskam. Und was wir natürlich jetzt alles schon in diesem Sneak Peek vielleicht erkennen können und was meine Theorien sind, das seht ihr jetzt. What it really means to live like golden. Yeah, we're golden. In der 3.5 kann man ja sehr offensichtlich sehen, er wird uns Erwins Club erwarten. So wie es Erwin geschrieben hat in der Nachricht, steht, es ist ein Making Comeback. Das heißt, diesen Club gab es schon mal. Zu der Zeit, wo es den gab, habe ich aber nicht gespielt. Deswegen kannte ich ihn jetzt vorher nicht. Aber vielleicht werden es noch ein paar alte Spieler von EH kennen. So, fangen wir erstmal mit dem an, was man sehr offensichtlich sieht. Ja, man sieht Erwins Club. Okay, man hat hier einen Club, man sieht es. Man kann hier anscheinend, sieht so aus, als würde es hier eine Tanzfläche geben. Und wo man wahrscheinlich dann irgendwann auch rein kann. Was man da drin machen kann, weiß man bis jetzt noch nicht. Aber ich gehe mal davon aus, dass man da vielleicht tanzen kann. Oder dass man da irgendwie sich vielleicht einen Cocktail holen kann oder sowas. Und dann einfach mit seinen Freunden Party machen kann. Ja, kommen wir auf jeden Fall dann zum nächsten, was man sieht. Man sieht hier den Audi. Der sieht auf jeden Fall an den Felgen und hier ein bisschen überarbeitet aus. Er sieht nicht mehr ganz original aus zu dem, wie er aktuell in EH ist. Und hier nochmal der Vergleich. Das hier ist der neue und das hier ist der alte. Also so wie ihr es gerade aus EH kennt. Und das wird dann der neue sein. Dann zudem sehen wir hier natürlich, ja, wir befinden uns hier an einer Kreuzung, wo dieser Audi steht. Man könnte vielleicht vermuten, das ist hier vielleicht in der Zone der Bank. Ja, ich glaube eher, es ist Nähe des Parkhauses, weil man diese Gebäude vom Parkhaus aus kennt. Also hier nochmal eingeblendet, das sind nämlich die Gebäude, die sieht man in der Nähe des Parkhauses, die ziemlich ähnlich dazu aussehen. Dann zudem sehen wir natürlich noch hier... Und auch hier drüben steht eine Palme, was natürlich wieder darauf hinweisen könnte, dass vielleicht dieser ganze Club sozusagen irgendwie vielleicht an der Strandszene ist, dass vielleicht dahin, wo die Straße weiterführt, vielleicht zu einem Strand geht, wir wissen es nicht, ich vermute es jetzt mal. Es kann auch einfach eine Promenade sein, wo man vielleicht entlang gehen kann, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber Palmen sind meistens immer so ein Hinweis auf Strand oder Meer, wo es nochmal ein Stück Meer ist. Und ja, ich finde, das sieht eher im Bereich der Bank aus, wo ich mir dann eher nicht so sicher bin, ob das dann doch zu sowas, zu so einer Seeszene oder so einer Meerszene gehört. Wo ich dann eher denke, dass es eher einfach neben dem Parkhaus steht und dass hier eben diese ganzen Palmen eben nur eine Deko sind, die zum Club gehören. Das wissen wir natürlich jetzt nicht. Der Sneak Peek kam frisch raus, deswegen kann ich jetzt auch nicht ganz so viel dazu sagen. So, was ich jetzt aber natürlich zum Schluss jetzt nochmal sagen werde, natürlich ist das alles eine relative Theorie, was ich jetzt nochmal zu diesem Promenaden-Meer-Ding gesagt habe. Oder ob das sich auch am Parkhaus befindet, das weiß ich natürlich nicht. Es ist nur eine Theorie, die ich jetzt mal so behauptet habe. Ich kann natürlich jetzt nicht sagen, das wird so sein, weil ich es ja nicht besser wissen kann. Mich würde es auf jeden Fall freuen, wenn ihr eure Meinung mir gerne mal in die Kommentare schreibt, was denn da sich vielleicht befinden könnte. Und genau, dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn sie weiß, wir spielen auf Hamburg und bis dahin, ciao! So, wie ich sehe, hat dir das Video also gefallen und wenn du mehr davon sehen willst, dann klicke gerne hier.